Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Strafkolonie Online. Ihr seht hier Helmon am Reisfeld hochlaufen. Und wir waren gerade ein bisschen draußen. Da ist Gunnar und haben gerade fürs Bandlager neuen Fische eingestellt. Und haben wir ein bisschen eingewiesen. Und jetzt gehen wir mal hier wieder in die Taverne. Gehen dahin, wo wir hingehören. Und wir schauen uns einfach wieder ins TS. Viel Spaß. Sound resume. Hallo YouTube. Hallo Welt. Hi. Hallo. Na, YouTube. Alles klar bei euch? Los, Schwarzer, schwing deinen Arsch hierher. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Also, trainierst du den jetzt? Ja, ich bin halt echt schon angehalten zu sagen, hier unseren Tavernenleuten kannst du einmal im Monat 30 oder 50 Erz abziehen. Dicke Eier erfordern viel Zeit. Das RP von ihm ist geil, ne? Ja, aber hast du mal Plarex Hauptemote gesehen, Gunnar? Gunnar? Nee. Der. Aber Plarex kennst du, ne? Den Charakter. Ja. Okay. Der emotet immer, wenn er lacht. Das Lachen ähnelt das Grunzen eines Mollerets. Alles klar. Er verschränkt immer demonstrativ die Arme. Geschwollen, dick, dasselbe. Was für dicke Eier. Die sind nur geschwollen. Ach so, jetzt wollte ich doch mal gucken. Ach ne, jetzt kann ich ja gleich die Fische noch braten. Kurz überlegen. Wie viel waren das? 16? Ich glaube, es waren 16. Rechnen wir kurz. 40, ja. Genau, 16 Fische. 16 und 12 sind 28, nicht wahr? Richtig. Michael. So, dann braten wir mal noch den Fisch. So. Ist jetzt nicht gerade aufregend. Muss aber auch gemacht werden. Das Bandlager? Hm. Ne, ich habe doch Dusty vorhin eingestellt als Fischer. Echt? Und ja, als Fischer fürs Bandlager noch. Weil Varus hatte mir ja noch eine Angel gegeben und hat gesagt, stell noch einen ein, falls du noch einen findest. Und er hat jetzt halt die schwere Hose. Weißt du, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er ins alte Lager rennt irgendwann mal. Und dann habe ich ihn jetzt als Fischer angestellt fürs neue. Fürs Bannlager. Also haben wir jetzt quasi, das Bannlager hat jetzt Maximus und Dusty eben als Fischer, weißt du? Und da. Kriegt Varus eigentlich aus dem Lager selber schon so um die 50 Fische am Tag, weil ich gehe manchmal auch noch, wenn ich Zeit habe, noch fischen, weißt du, dann sind so 50 Stück. So circa pro Real-Life-Tag und das ist ja ausreichend. Ach scheiße, ich gerade Sitzung, weil die am heute sind. Ja, keine Ahnung. Michael schaut runter in sein Fell, das sollte mal gewaschen werden. Das Ding ist halt, ich kaufe die Fische für 2,5 Erz an und brate die halt eben. Das heißt, ich habe nur den Aufwand zum Braten und dass ich den Scheiß halt immer verteilen muss, ne? Und verkaufe die an Varus für 3 Erz. Beziehungsweise er hat zu mir gesagt, er gibt mir 3 Erz für den Fisch. Na und ab und zu kriege ich ja noch aus anderen Quellen noch Fisch. Deshalb kann er ja auch was an die Mine verkaufen. Und vielleicht dann noch an Batzko. Dann haben wir vielleicht doch mal ein bisschen Reis übrig zum Essen.
Ach, ja, es kommt vielleicht noch jemand aus dem alten Land zu dir. Zu mir? Wegen Fisch. Ach was. Hab ich schon noch ein bisschen geregelt. Ist das geil. Also gesagt, 2,5 Erz pro Fisch, ja. Oder was? Läuft es für 3 Erz pro Fisch und ab 30 Erz macht das 2 Erz pro Fisch oder irgendwie sowas. Was? Was, er wollte 3 Erz pro Fisch haben, ja? Ja. Gut, und wenn er... Also wenn er 10 Fische dann... Und also dann, wenn er 10 Fische zusammen hat, dann sind es nur 2 Erz pro Fisch? Na, wenn du die ganzen 10 dann holst sozusagen. Ja. Dann sind nur 2 Erz. Ja gut, alles klar. Wenn er meint... kriegt er halt anstatt 30 nur 20 Erz. Ich meine, ist mir egal. Also sage ich ihm erstmal Kleinpreis. Ja gut, das mache ich sowieso nicht. Ich frage meistens immer, wie viel sie dabei haben. Oder wie viel sie haben wollen für den Fisch und sag dann hier, so viel gibt's nicht. Gebratener Fisch. Oh, Argon. Das ist Cammy, die Freundin von Twist. Okay. Meine Obermieterin fängt so wieder zu saugen an. Ey, Nachmittag um 3:30, Mann. Die hat Zeiten. Die steht ja erst um 2 auf. Nachmittag um 2 auf dem Sonnabend kriegt die aus dem Nest. Da hab ich schon das erste Mal Mittagsschlaf gemacht. Such mal gleich mal Varus. Ach ne, die sind in der Besprechung, oder? Ne? Stimmt ja. Ha! Die kann ich ja nicht suchen. Ja, ist ja egal. Oh, Fisch ist fertig. So. Es haben wir nicht mehr. 12 gebrannte Fisch. So, sonst habe ich ja alles soweit hier. Oh. Sag doch was. Ich sollte mich vielleicht nochmal umziehen. Ach ne, komm. Heute mögen wir es mal luftig. Grüß dich, Aaron. Schlimmer als Tiere.
8, 36 Erz. War ganz gut, hab schon hilflos umgekloppt. Was mich nicht tötet, macht mich stärker. Ja, ja, Micha, war ja fast so weit, wa? Ist grad langweilig, Mann. Gunnar, was machst du gerade? Ach, hier darf ich übrigens. Ich werde dir ein freies Handy verkaufen, aber will ich. Der Sack. Hat er einen Kampf mit Banditenregel angewandt. Grenzt. Das kann gerade nicht. Wo ist Maros denn? Wenn mein Fell wieder sauber ist, kannst du es vielleicht nähen? Grillspieß? Was ist denn Grillspieß? Oh, hier regnet es in die Taverne rein, ja, das läuft ja. Ach ne, jetzt ist weg. Und man hat wieder für was einen guten Bautrupp, du da hattest. Naja, anscheinend. So. Hinter dem Gitter vom Erzhaugen. Ah. Speicher. Ernie, Koras darf. Oh, was zum Teufel? Was zum... Was ist da gerade in der Taverne los? Was zum Teufel? Eskalation. Alter, Batsko, Koras, Twist und... Varus kommen in die Taverne hinterm Tresen und hauen mich um. Ah, die haben dich umgehauen? Ja, Mann! Wird passieren, ne? Dann könnte es sein, dass du jetzt Bandit wirst. Ja, was weiß ich, die kommen mit gezogener Waffe hier rein. Ja. So, du Mistkerl, ich hab dir vertraut und jetzt wird abgerechnet. Ich hab nichts getan. Schafott. Danke, Twist. Er geht extra wegen mir in Gangstandard, Mann. Gott sei Dank. Oh, was hilft mal, Twist?
könnt ihr ganz energisch machen. Alter, wollt ihr mich jetzt hier oben vom Dings schmeißen oder was ist los? Gunnar, du könntest mir vielleicht mal helfen. Ich weiß nicht, ich bin noch hin. Alter! Wir sind das neue Lager, Mann! Du weißt doch, was gesagt wird. Nur Powerplay. Also ich kenne das neue Lager so, jeder Bandit für sich. Scheiße, Mann! Ich bin nicht mal Bandit! Die kloppen mich hier um! Ja, aber ich bin Bandit. Ja, komm her, Mann! Ich glaube, jeder weiß durch für sich. Halt die Fresse! Außerdem bin ich gerade im Sterben. Das Schlimme ist, dass Varus gesagt hat, ich hab dir vertraut, jetzt wird abgerechnet. Scheiße, Mann. Varus, ich hab Fisch für dich. Krieg ich dann deine Arbeiterkleidung? Du kannst mich mal! Na gut, nein, da musst du mit Twist sprechen, die ist ja von Twist. Also sowohl die Chefkleidung als auch die schwarze ist von Twist. Ja, dann nehme ich den Bogen. Ach, siehst du, mein Bogen muss ich mal ausrüsten. Na gut, jetzt habe ich halt nichts dabei. Ich kann alles gebrauchen. Fanny, was wollen wir hier oben, Mann? User joined your channel. Ich hoffe, die hängen dich, Helmon. Ey, die schmeißen mich hier bestimmt runter. Wir sind jetzt hoch auf dem Seraphis-Plateau. Ich nehme übrigens gerade auf. Seraphis-Plateau? Ja. Ah, da bei dem. Da wo Halbrecht liegt. Ne, hier oben Weidenplateau halt. Die gehen jetzt gerade bis vor zur Klippe. Ich meine Haldregard. Ne, bis vor an die Kante gehen die gerade. Also am Haldregards Grab sind wir schon lang vorbei. Ich sehe jetzt wieder die Minentaverne. Naja, wenigstens sterbe ich mit einem schönen Blick. Weißt du? Scheiße, Alter. Die gehen voll an die Kante. Mann, ich sehe dich nicht. Mann! Ich sehe euch nicht. Ich sehe die Wandschmiede von hier aus. Batzko sieht runter, tief genug. Ah, jetzt sehe ich euch. Leg den Bogen ab, ich will den noch gebrauchen können. Twist zieht seine Waffe und seufzt. Helmon. Und jetzt kommt, das ist Sparta. Ja, wahrscheinlich, Mann. Sieht auch gerade so aus, weißt du? Das wäre so geil. Fing doch! Alter, komm hier hoch und helf mir, Mann! Kam uns schon immer so komisch rüber. Du warst so lang und so oft im Alten unterwegs. Cora spielt mit seinem Wolfmesser am Gurt. War nett, dich gekannt zu haben. Nicht! Halt die Fresse! Irgendwelchen Gardisten wichtige Informationen. Irgendwelche Informationen zu geben. Wegen dir wurden unsere Leute letzte Woche gefangen. Dann noch in die Mine kommen und die Belohnung kassieren. Das ist einfach pervers. Du stirbst lieber. Guck mal runter. Sieh zu, Batzko. Ich hab dir vertraut. Wir alle haben das. Aber Harak hat mir alles erzählt. Oh Mann. Sei vorsichtig mit deinen Worten, sie könnten dein Ende werden. Jetzt habe ich noch gefragt, ob ich wenigstens um mein Leben kämpfen darf, wenn ich schon sterben soll, unschuldig. Nein.
warst ein Spion, deshalb wurden wir gefangen genommen. Wir geben dir noch eine letzte Chance. Sieh zu, Twist auf. Du springst entweder runter und wir können dich alle vergessen. Slash me. In den Abgrund. Oder nickt's rüber zu Varus, nimmst was von Varus an. Brummt. Entscheide dich. Ich würde springen. Einfach so, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Tot. Hey, das wäre so nice, ich würde lachen. Alter, ich stehe hier wirklich auf der Kante, ne? Nur einen Schritt nach hinten und ich. Und das Caps Lock raus und ich voll runter, Mann. Schaut weiter. Mach mal Caps Lock aus Versehen raus. Halt die Fresse, Mann! Ich will jetzt hier, ich hab auch meine Finger nicht nur auf Q und E, nicht auf D und nicht auf D, dass ich nach rechts laufe und runterfliege, Mann. Varus kramt etwas in seiner Tasche, kramt ein Messer heraus. Tja, so wie die Dekade dich belohnt, werden wir dich nach gerade Art bestrafen. Stillhalten, dann tut's nicht so weh. Ich klär mir hier schon mal deinen Bogen. Ich hab gesagt, ich will den Bogen. Hier unten sind nämlich ein paar Bist Zuschauer. Ich hab den Bogen. Bulko, schreibt mir Rest in Peace, Mann. Ich hab gar keinen Informanten mehr. Scheiße, Mann. Aber kein OOC-Folterung kannst du gerne überspringen. Benguna, ich krieg die Dings. Leck mich. Ich krieg den Bogen. Hey, du brauchst den Bogen nicht. Du kriegst die Natürlich Waffe. Natürlich brauch ich den Bogen. Du kriegst die Machete. Alles klar. Ich nehme die Machete, stech dich ab und nehme den Bogen. Twist nickt und steck die Waffe. Schneid dir einfach die Hand ab. Slash Prey. Slash Me geht vor Varus auf die Knie. Ihm was Schönes ein, sie zu Varus und dann runter zu Helmut. Verräter oder so. Alter, ich hab nichts gemacht! Seht ihr, was mit Verrätern passiert? Varus hält das Messer an der Kehle. Ich hab dir vertraut, was gerechnet du, den ich immer. Du bist so ein Arschgeier, Mann! Slay, ich will den Bogen! Hey, ich muss doch hier schon gleich was, Dings. Hier. Sag, die Machete geht an Gunnar, das muss gleich aufgeteilt werden. Ich hab Raub für dich gebürgt, ich war immer. Ah.
Bulko schreibt gerade, gut, dass ich ihm vor seinem Tod aufs Maul gehauen habe. So ein Arschloch, Mann! Was ein Arsch! Varus ruft, halt deine Fickfresse! Was zum Teufel? Schreib mal die ganze Zeit da oben, dann höre ich's auch. Nein, Mann. Doch du hast mich nur einmal enttäuscht, schaut Wut und Brand zu Hellmann. Varus, ich war immer ehrlich, ich hab nie jemanden verpfiffen. Eher sterbe ich, als Freunde zu verraten. Richte Kalio aus, dass er seinen Scheiß bauen soll, wir sehen uns wieder. Dann nimmst du dein Schicksal also an. Gut. Was soll ich machen, Mann? Spring! Also nimmst du die Tötung an. Mach richtig, krieg Gunnar. Jo. Ja, Gunnar, guck, ich hab's jetzt schon geredet, ich hab geschrien. Machete kriegt Gunnar. Die Tränke auch. Ich hab keinen Trank. Doch, drei von oben, hast du vorhin noch gesagt. Nein, die muss ich erstmal holen. Also hätte ich holen müssen, aber jetzt ja, ist es anscheinend eh vorbei. Jetzt sag ich einfach, Gunnar, sag ich einfach, du wurdest von Hellmann geschickt. Richtig. Der letzte Auftrag, und, weißt du? Der letzte Wille. Die Hose von dir. Der letzte Wille von Hellmann. Drei ich Tränke fürs Bannlager, Mann. Michael, geh schon mal in die Taverne, hol das Erz von Hellmann. Ich hab das bei mir. Was ist das bei dir? Ja. Verdammte Scheiße. Sag, wenn unten aufschlägst, ich bin in einem Gerben, ich bin schneller unten. Oh Mann. Das sieht ja aber ganz schnell in meine Hütte. Kirion hat gefragt, was ist, sagt mal, sagt an, was ist hier los, verdammt. Dann hab ich geschrieben, Hellmann ist Verräter und Matsch gleich unten auf. Das stimmt, boah, ihr habt nichts gemacht, Mann. Das gibt's nicht. Willkür. Ach, was, die wollen nur einen bestrafen für letzte Woche. Ja, aber... Ihr wollt, Michael, ihr wollt mich loswerden. Ja, klar, guck mal, weil ich immer mecker wegen der Außenwelt war. Mann. Ja, ja, erstens ist klar. Das und zweitens, guck mal, du bist ständig im alten Lager, verdammte Scheiße. Du klaust die ganzen... Du sagst dann bestimmt zu Sachen und deswegen kommst du an die ganzen Sachen auch ran. Weil ich zum Beispiel, ich bin nie an irgendwelches Zeug gekommen und dann auch nicht so in Massen und du rennst da einfach rein und holst übel viel Zeug. Ach gut, ich kann dir sagen, warum, weil ich noch irgendwelche letzten Worte nicht, dass sie etwas wert wären. Kolle könnte ich mir heute ins alte Lager lassen. Schüttel den Kopf. Na, komm vorbei. Alles klar. Es ist alles gesagt. Streng genommen durfte ich ja noch rein, weil ich habe kein offizielles Verbot, aber ich kriege irgendwie jedes Mal aufs Wort. Von Varus. Mach es schnell. Die letzten Stunden von Varus, Freunde, und was da von Hellmann, Freunde, was da passiert, das sehen wir nächste Folge. Also, bis dahin, ciao, tschüss.